Kontrollfreak. Nein, bin ich nicht. Was macht er? Es ist sehr harte Arbeit. Bei Mike, da hilft ihm ein Psychologe. Kurz auswendig gelernt. Das ist so unterirdisch. Ja, willst du mich eigentlich verarschen? Die glaube ich nicht mal mehr die Uhrzeit zeigen. Ich mach diesen Strich, alles falsche Menschen. Und? Schweinehaut. Wie redet die denn? Komm zurück. Willkommen zur schlimmsten Runde der Schande mit Mike Sies. Promi-Büßen 2023, Folge 3. Was bisher am Büßerberg geschah. Du wirst bis auf Weiteres den Camp-Haushalt schmeißen. Du wirst ab sofort die Toilette leeren. Nein! Das erste Tribunal der Loser. Die Christine. 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 Wer dein Duellpartner sein wird, entscheidet sich noch. Wir sehen also heute hier, ob der arme Steff hier weiter traumatisiert wird und weiter putzen muss oder ob er sich durch die Nominierung aus seiner persönlichen Hölle befreien kann. Komm runter, das ist deine erste Fernsehshow. Aber ich handel oft auf Emotion. Ich habe damals Christine auf mein Event eingeladen, wo keiner sie mehr wollte, weil sie gerade den Mega-Shitstorm hatte, ja? Wow. Ich habe dir heute noch Tipps gegeben von Dings bis Ende, dass du dich nicht immer in die Scheiße sogar reitest. Wir sind einfach befreundet. Ich bin sehr enttäuscht, weil es Promi-Büßen heißt. Das heißt, du büßt für deine Taten, um dich zu verändern zu einem Besseren. Und diese Chance hätte ich dir niemals genommen. Wir sind keine Freunde mehr und du wirst der Erste sein, der auf meine Blockliste kommt. Leider. Ich früher in der Schule, wenn nach dem Referat jemand eine Frage gestellt hat, was der Erik jetzt hier verschweigt. Dass wie immer vor dem Event alle abgesagt haben. Trotzdem, ich habe das Gefühl, dass du mit der Stresssituation hier ab und zu überfordert bist. Was? Aber Are You The One und Couple Challenge angucken. Für kein Geld der Welt. Ja, ich erkenne ganz genau, wenn eine Person durchdreht. Und ich werde es ja jetzt noch ein paar Tage lang lernen und das werde ich auch zeigen. Dann gehst du davon aus, die Person fliegt raus oder macht irgendwie ein Exit-Spiel und dann ist sie noch drin. Krass. Die stresst mich wirklich. Stell dir mal vor, wir müssen mit ihr dann noch ins Duell, obwohl wir sie ja nominiert haben. Also gut, der Erik soll Aito und die Couple Challenge angucken. Ich dachte, für die Bestrafungen hier ist immer noch Olivia zuständig. Ist natürlich wirklich für alle eine blöde Situation. Jemand ist noch drin, obwohl die Person schon rausgewählt wurde. Das erlebt ja auch die Mutter von Sommerhaus Maurice jedes Mal, wenn er nach Hause kommt. Ohne Witz jetzt, wo gibt es solche Lieder? Das geht nicht. Wenn ich an deiner Situation wäre, würde es mich auch ankotzen. Die nominieren mich und ich bin hier trotzdem drin. Nö, überhaupt nicht. Das kennt man ja. Wenn ihr da irgendwann steht oder ein anderer, so, dann musst du irgendwie damit umgehen halt. Ja, Schatz, so, ne? Ich weiß, ich habe ja ein paar Shows gemacht, aber trotzdem fühlt es sich nicht schön an. Ja, aber es ist halt so. Ja, Christine ist halt gerade so eine nervliche Probe für mich. Die erste Fernsehshow ist immer schwierig, oder, Emmy? Da weiß keiner richtig. Boah, meine erste Fernsehshow. Aber es ist nicht meine erste. Ja, doch, deine erste im großen Fernsehen war es bei RTL Plus. Online, das ist was anderes. Ja, online ist was komplett anderes. Wer wüsste das besser als Dani Büchner? Wie sich Dani einfach direkt wieder über andere stellen muss. Kurze Frage, haben alle die Rufnummer von ihrem Psychologen hier parat? Die Folge hat offenbar wieder wirklich viel Potenzial für nachhaltige Zerstörung. Genauso müssen sich Douglas-Mitarbeiter fühlen, wenn Jeremy Fragrance die Filiale betritt. Christine denkt ja einfach, dass sie mit ihren zwei unzähligen großen Hollywood-Formaten, die sie gemacht hat, der wirklich schon ganz, ganz groß erfahrener Star in dem Business ist. Ja, aber wenn man Online-Shows noch nicht gemacht hat und ich habe das... Ich habe auch Online-Shows gemacht, Christine. Ich meine, das ist nicht böse, aber ich glaube, du verstehst das gerade nicht. Ja, alles gut. Oder alles du verstehst, was ich meine. Genau. Ich komme mit solchen Menschen nicht klar. Also ein bisschen gegensprechen, Dani, darf ich aber auch noch. Mach ich doch. Muss jetzt nicht hier alles mehr... Was? Scheiß Sendung. Ja, und jetzt? Ja, natürlich. Das wird die erste sein, die ich auf jeden Fall blockiere. Hoffentlich ruft Hollywood für sie an. Hast du da was gesehen? Nee. Ich habe das nicht gesehen, aber also das ist ja bei TikTok und so ab und zu, das ist ganz, ganz schlimm. Dani Büchner immer, wenn jemand anderes glaubt, eine eigene Meinung haben zu dürfen. Also, eines ist klar, die Blockliste von Christine nach der Sendung wird länger sein als die Gästeliste der Juckt mich nicht Party von Valentina. Nein, ist natürlich Spaß. Die Party von Valentina war nämlich so leer, nicht mal Christine hätte sich in den Zeiten ihres größten Shitstorms da blicken lassen. Ich hader auch ehrlich gesagt nach der Nominierung ein bisschen mit mir. Ich zitiere dich. Euch beiden wünsche ich niemals, dass ihr ein Kind bekommt. Steff kam auch an und hat mir ein paar Zweige gegeben und das ist für mich symbolisch. Lass uns jetzt das Brot brechen und das mache ich auch, weil ich charakterstark bin. Nein. Und Erik sitzt schon wieder auf der Schüssel. Ja, ihr kackt ja wie Elefanten alle. Es riecht, als wenn da Tiere und Menschen zusammen verwesen. Ich glaube, Lisha ist sehr, sehr angepisst.
Ach, guck an, dass wir das auch mal zu sehen bekommen. So wie der gute Jürgen sich hier einsprüht, trägt auch Desiree Nick ihr Tages-Make-up auf. So ist es halt, ne? Strafe muss sein, den Mist wegräumen, den Erik produziert hat. Das läuft übrigens in Berliner Ramschläden unter dem Titel Sommerschlussverkauf. Ich wollte das einfach nur sagen, das war eine sehr persönliche Ebene. Und zu dem Zeitpunkt, wie ihr da wart, habe ich das so gedacht. Aber es gibt ihm noch lange nicht das Recht, so eine Aussage zu treffen. Das war eine absolute unentschuldbare Situation. So hätte ich mir so gewünscht, dass du sagst, da entschuldige ich mich für. Aber du kannst ja nach so einer Sendung nicht verlangen, wenn ich die Bilder sehe, dass du verlangst von mir, dass ich auf dich zugehe. Weil ich sehe bei Steff einfach null Reflexion. Du hast auch da über uns richtig hergezogen. Weil das, was ich da gesehen habe, fand ich null gesund. Wahrscheinlich richtig übel, richtig schlimm. Stichwort Reflexion. Aktuell sind ja auch Matthias Mangiapane und seine Zähne bei Promi Big Brother zu sehen, neben Mama Iris und Papa Peter in einem Container. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, müsst ihr unbedingt hier reinklicken, verlinke ich euch hier in der Infokarte. Also, der Steff wirft dem Mike vor, dass er sich im Sommerhaus einfach wirklich komplett daneben benommen hat. Der Punkt ist halt, natürlich hat Steff damit vollkommen recht, aber dass ausgerechnet Steff ihn dafür kritisiert, das ist so, als würde Shein anprangern, wie Wish seine Arbeitskräfte ausbeutet. Ich bin als Kind von meinem Vater in die Ecke gedrängt worden, durfte den Raum nicht verlassen. Der hat auf mich eingeredet. Das war für mich der Horror. Für mich noch schlimmer wie körperliche Gewalt. Wenn ich mir vorgestellt habe, dass du dann dein Kind so nimmst und in die Ecke drängst, da habe ich mir gedacht, ey, bitte nicht dasselbe. Okay, jetzt verstehe ich das. Was hältst du davon, wenn wir dieses Gespräch zu viert mal irgendwann fortführen? Das würde mich freuen, ne? Letztendlich habe ich einfach diese Eier, die ich besitze, von Natur aus. Ich kläre es face to face. Eieiei, also in der vergangenen Woche hat ja Lisha über das Trauma mit ihrer Mama berichtet und jetzt spricht Steff über die Geschichte von seinem Papa. Ausgerechnet hat im Trash-TV, wo man es 0,0 erwartet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir gibt es auf jeden Fall auch Geschichten in der Familie, die wirklich nicht so schön sind, über die man aber ja tatsächlich eigentlich gar nicht so gerne redet. Ich finde es deswegen genauso gut, dass sie jetzt sagen, ey, es geht so vielen so und es macht die Sache 0,0 besser, aber mir zumindest hilft es, solche Geschichten auch immer wieder mal zu hören. Ist schon echt gewöhnungsbedürftig, dass das hier in so einem Setting stattfindet. Eigentlich ist man es ja gewohnt, dass die traurigen Geschichten erst am Lagerfeuer ausgepackt werden. Nein, nein, nein. Es ist Zeit für das nächste Spiel. Dabei wird euer Einfallsreichtum getestet. Keine Ahnung. Mir fällt was ein. Und Reichtum reich. Einer von euch muss eine Wand hoch und oben angekommen die Glocke läuten. Ja, okay, dass ich Pole Dance gemacht habe, ist natürlich geil, ne? Mein Gehirn wird porös. Einer ist drauf und raubt sich so hoch. Ja, und wir halten die Stange fest. Die Stange zwischen meine Dinge. Emmy ist prädestiniert für diese Position. Eins, zwei, drei, so. Jetzt. Ich kenne mich mit Stangen aus. Ja, es geht wieder um eine Bestrafung. Da habe ich schon wieder natürlich Schiss. Ach so, liebe Yvonne, dieses Mal brauchst du keine Angst zu haben. Ich glaube nicht, dass sie Iris zweimal auftreten lassen. Außerdem ist sie ja auch gerade mit was komplett anderem beschäftigt. Also, eine Stange hochklettern, um an einer Glocke zu läuten. Bei ProSieben ist es ein Spiel. RTL steckt unter dem Motto einfach viele Singles in eine Villa und nennt es Are You The One? Stopp! Ja, und mehr weiß ich rüber. Ja, es hört doch keiner zu! Jeder will sein eigenes Ding machen. Schleudert mich doch wie beim Hochsprung gegen die Wand! Wir haben keine Zeit. Ah, mein Arsch tut so weh! Sauber, Leute! Sauber? Ich fand's katastrophal. Weil jeder hat irgendwas reingerufen. Wenn ich jetzt schon wieder im Gewinnerteam bin, also ich bin hier einfach die Queen. Verloren hat Team Rot. Team Rot. Was ein Wunder, ne? Ich bin ja immer in dem Loser-Team irgendwie. Ich, wenn sich der Chef in der Kantine neben mich setzt. Das ist natürlich nie schön, ständig als Verlierer dazustehen. Aber es könnte Christine ja noch viel schlimmer treffen. Wenn sie sich zum Beispiel während der Sendung in Steff oder Patrick verlieben würde. Stellt jetzt eure Betten vor das Camp. Wollen die mich verarschen? Wo sollen wir denn schlafen bei dem Wetter? Das mache ich nicht. Das ist asozial. Danke, dass ich nicht gewählt wurde. Ja. Und jetzt brauchen sie sich auch gar nicht weiter so dumm freuen. Hau ich denn das Bett vom Kopf? Das schafft ihr nicht auf den Boden. Ich auch nicht. Ihr könnt nur unsere Rucksäcke könnt ihr haben, ne? Ja, wenigstens einer, der was anbietet. Wenn man so eine Strafe verweichlicht, dann für was spielen wir denn überhaupt? Das ist unmenschlich, ich habe keinen Bock. Ganz ehrlich, wir können ihre Interview mit ihren Müttern machen. Ich mache gar nichts mehr jetzt. Warum hast du nicht gerade einen anderen Job, wo du irgendwie Geld verdienen kannst? Ich wüsste ja gerne, ob Dani die Frage an den Redakteur oder an sich richtet. Plumpsklo, keine Betten, keine Duschen,
Dosenessen. Für die Kandidaten der absolute Horror, machen wir uns nichts vor. Aber super nett von der Kelly Family, dass sie hier ihre Ferienunterkunft zur Verfügung stellen. Leon, warum liegt hier jedes Mal deine scheiß Sachen auf meinem Ding drauf? Was ist da denn drin? Ist doch nichts. Wie immer liegt deine Scheiße hier drauf, Alter. Ja, und dann lass ich wieder liegen. Hier. Versteh ich nicht. Und jetzt rastet er aus, genau in dem Moment, wo er sein Bett verliert. Ich denke einfach, Leon macht deswegen Aufmerksamkeit. Sorry, damit komme ich nicht klar. Mich ärgert am meisten an Leon, dass er alle Leute permanent antriggert. Dankeschön, gleichfalls. Wir sind alle Alpha-Tiere, wie wir hier drin sind, auf eine gewisse Art und Weise. Wir haben unsere Berechtigung im Reality. Vielleicht muss man Leon auch einfach mal von der Gruppe nicht nur aufnehmen, das haben wir alle gemacht, sondern vielleicht auch mal verstoßen. Also der Mike will den Leon verstoßen. Der Typ geht mir dermaßen auf den Zeiger, fällt sich wie so ein 15-Jähriger, der beim Vapen erwischt wurde und sich nach dem Nachsitzen direkt die nächste Runde anmacht. Er wird es nie lernen. Ach, guck mal, jetzt hat Erik einfach den Spieß umgedreht. Warum liegen deine Scheißsachen hier drauf? Das fragen ja normalerweise immer die Inhaber von Modegeschäften, wenn Erik seine Kollektion präsentieren möchte. Yvonne, komm mal. Er tut der Gruppe einfach nicht gut und das musste ich heute auch mal so wirklich vor der Gruppe public sagen. Er lebt sein Defizit komplett aus. Nur Puss schmeißen keinen Haushalt. Machst du Haushalt? Klar, Mann. Klar, was wohnst du zu Hause oder alleine? Alleine. Arbeitest du in YouTube oder machst du noch was anderes? Ich mach viele Was war das Sachen. Schlimmste, was du jemals gemacht hast? Alter, sind wir beim Quiz? Ich glaube, ich habe mir auch ein gewisses Standing erarbeitet, fairerweise, dass ich mir das rausnehmen darf, zu sagen, pass mal auf, das ist eine Grenze und jetzt hab dich einfach im Griff. Ja, völlig richtig, lieber Mike. Du hast dir ein gewisses Standing erarbeitet. Bei den meisten Zuschauern liegt das irgendwo zwischen dem Saubermachen des Kühlschranks im Büro und dem Umstellen der alten Wanduhr auf die Winterzeit. Ach so, völlig klar. Austeilen darf hier nur der Mike. Der Mike provoziert einfach so dämlich und gewollt, dass es fast schon peinlich ist. Aber er merkt halt, dass er genau damit Aufmerksamkeit bekommt. Das ist wie zu spät zur Party kommen und direkt 2-3 Tornado zünden. So schnell und behämmert wie möglich mit den anderen gleichziehen. Du musst Grenzen lernen. Echt, ne? Er merkt, alle gehen rauf, der Mike, dann geht er auch gerne nochmal rauf. Hast du das gelernt? Ja, hab ich gelernt. Grenzen? Hab ich gelernt. Wann, mit dem letzten Format oder was? Mit dem letzten Format? Leon. Ich frag nur, du bist nicht mehr lustig, so, wir brauchen keinen Unterhalter. Ich glaube, ich möchte so einen Menschen nicht in meinem Leben haben. Hey, was bist denn so aggro? Ich bin noch nicht aggro, warum soll ich aggro sein? Aber ich muss Leute auch mal in ihre Grenzen weisen. Ich dachte, du wolltest dich ändern. Wieso? Ich bin nur geändert. Was erzählst du, Yvonne? Ich fand jetzt auch den Streit, den er so ein bisschen provoziert hat mit Leon, so ein bisschen Künzel. Boah, mir wird echt schlecht bei dem Typen, er hat einfach nichts gelernt. Verlangt von anderen ständig irgendwie, dass sie Grenzen einhalten, aber er überschreitet sie einfach ständig und immer wieder. Mike ist ja hier in das Format gegangen, um allen zu beweisen, dass er ein neuer Mensch ist und auch, dass er sich geändert hat. Also nach dem, was wir hier so gesehen haben, hat sich in der Zeit zwischen dem Sommerhaus und den Promi-Büßen bei Mike nur eines verändert. Die ca. 55 Kilo, die er in der Zeit verloren hat, namens Michelle. Mike. Christine, es ist Zeit, sich seinen Verfehlungen zu stellen. Hast Angst? Ich? Nein. Ich kann mich endlich mal äußern zu den Themen vom Millionenpublikum und kann sagen, stopp, so ist das nicht. Wen interessiert denn so ein Blech? Christine, Mann, ey. Fragt man sich natürlich, ob das alles so richtig war. Christine, mach dich nun auf den Weg zu deiner Runde der Schande. Wenn man seine Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft verloren hat, das ist das Schlimmste. Oh, das ist so unangenehm, ne? Christine hat komplett Panik, was ihr gleich bei Olivia gezeigt wird. Schön und gut, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was Emmy und Dani gerade durchmachen. Bei dem Gedanken, dass sie sich gleich Ausschnitte von RTL Plus Sendungen und nicht von richtigen Sendungen angucken müssen. Wofür möchtest du büßen? Weil ich wirklich ein sehr ausgeprägtes Temperament habe, sehr impulsiv bin. Ganz okay. Genau, deswegen lass dieses Hetzen, sonst mache ich dich Knockout hier, ich schwöre dir das. Ich spuck dir irgendwann in die Fresse, Mädchen. Ah, ekelhaft. Halt deine Schnauze, du fette Mann. Stimmt, Scheiße. Es ist so schlimm. Du bist so eine ekelhafte Möchtegern-Loredana, bitte. Was war das? Ein ganz normaler Tag in Krawallistan? Man munkelt, die wollten auch Valentina einladen, weil Christine und Valentina ja auch ordentlich Beef hatten. Da Gloria und Lisha hier sind, war das Budget für Securities allerdings auch schon komplett ausgeschöpft. Deswegen wird man im kommenden Jahr auf Kandidaten setzen, die weniger krass zuschlagen, wenn es hart auf hart kommt. Nach dem Fame-Fighting ist Gigi ganz oben auf der Liste. Ein bisschen Respekt verschaffen? Wahrscheinlich. Bin morgens schon aufgewacht und dann ging es schon los gegen die ganze Gruppe. Trotzdem erklärt es halt nicht. Sie
finden. Du willst Respekt? Mhm. Und erreichst genau das Gegenteil. Schauen wir uns noch mal ein paar andere Szenen an. Das war unabsichtlich. Nein, das war nicht unabsichtlich. Ich kann dir die Scheiße in die Fresse hauen! Ich spuck auf dich! Halt's mal! Alter, voll. Wirklich ein absolutes Glück für ProSieben, dass die nicht für jedes Piepen, für jedes Zensurpiepen hier Geld zahlen müssen. Allein wegen Christine wären die schon so pleite, dass sie The Big Bang Theory nur noch 8 anstatt 16 Mal am Tag zeigen konnten. Halt dein Maul! Alter. Krank, Alter. Du! Unfassbar, ich bin echt baff. Sozialpädagogin. Mhm. Fehlt da ein A am Anfang? Da ist so viel Gewalt in deinen Worten, mhm, in deinem Blick. Mhm. Wer hat Schuld an deinen Ausrastern? Weiß ich nicht, vielleicht zurück in der Kindheit. Ich bin mit 13 aufs Internat gekommen, 2 Jahre. Da war das ja auch schon, dass ich eine sehr rebellische Jugend hatte. Ich habe mich eigentlich selbst erzogen und mir seit diesem Alter auch nichts mehr sagen lassen eigentlich. Das kann natürlich auf jeden Fall ein Teil der Erklärung sein. Es sind oft die Elternfiguren, die Jugendlichen Halt geben und die Entwicklung in die richtige Bahn lenken können. Ja gut. Aber nicht immer. Asozial, vulgär und Beleidigungen, die wirklich unter die Gürtellinie gehen. Für Emmy und Dani ein absolutes No-Go. Also, dass sie es damit noch nicht geschafft hat, ins richtige Fernsehen zu kommen. Vielleicht ist es ein Muster. Kann es sein, dass du dich sehr schnell als Opfer siehst? Ich fühle mich vielleicht oft ungerecht behandelt, weil ich auch vieles, glaube ich, falsch interpretiere. Ich fühle mich schneller angegriffen. Ich ausraste, mich zu wehren, weil ich eh nirgendwo akzeptiert wurde mein Leben lang. Und ich schon immer eine Einzelgängerin war. Du hast verstanden, was das Problem ist. Ja, mein Temperament. Ich würde sagen, dein Aggressionsproblem. Ich glaube, ich muss mir das langsam auch eingestehen. Wovon träumst du? Dein Aggressionsproblem oder, wie Vanessa ihn liebevoll nennt, der Alex. Was wir jetzt an der Stelle hier übrigens nicht gesehen haben, dass ProSieben mehrere Sicherheitsleute hat einstellen müssen, die Dani Büchner festhalten. Sie konnte es einfach nicht ertragen, dass sich eine andere Person vor laufenden Kameras als Opfer ausgibt. Die Träume waren eigentlich, Sozialpädagogen zu werden, die Jugendliche wieder auf den Weg zu bringen, wo ich damals stehen geblieben bin, und ich habe es trotzdem geschafft. Aber wenn man solche Szenen sieht, wie kann die Sozialpädagogin sein? Gibt man da freiwillig sein Kind ab? Nein. Ich muss mich neu sortieren, ich muss mich neu sammeln. Du machst mich gerade ein bisschen stolz. Und ich glaube, dass du hier einen ganz wichtigen Grundstein gelegt hast, dass Menschen dich wieder anders sehen. Oh Mann, sie tun das so leid. Ich finde, man merkt, wir sind alle Menschen. Auch die Reality-Leute. Natürlich sind die wie du und ich, wenn sie irgendwie privat sind. Ich finde, man merkt das auch bei Christine. Es gibt halt einfach nicht nur die eine Seite. Also es gibt ja definitiv solche Fälle, in denen Promis geschafft haben, dass die Zuschauer sie nach einer gewissen Zeit auch wieder komplett anders sehen. Michaela Schäfer zum Beispiel war im vergangenen Jahr bei Promi Big Brother ab und zu mal bekleidet. Du wirst morgen Vormittag den Satz "Ich möchte ein gutes Vorbild sein" an die Tafel schreiben. 200 Mal. Du bist ein Tier. Mike, mach dich nun auf den Weg zu deiner Runde der Schande. Shame on me. Was geht ab jetzt, Alter? Ich stelle mich der ganzen breiten Reality-Gossip-Trash-Masse ein einziges Mal noch. Und dann ist das geklärt und fertig. Und wer dann noch irgendwie ein Thema hat, der darf dann wirklich zum Therapeuten. Hier rein, da raus. 200 Sätze abschreiben oder, wie es viele Politiker nennen, Doktorarbeit. Ich finde, wer wirklich so grundsympathisch, fröhlich und vertrauenserweckend auftritt, wie der Mike das aktuell macht, der hat es wirklich verdient, dass man all seine Verfehlungen sofort vergisst. Das gilt übrigens auch für andere. Man sollte einfach viel mehr verzeihen. Zum Beispiel auch dem Menschen beim RTL, der irgendwann mal gedacht hat, man könne Viktoria Swarovski auch als Moderatorin einsetzen. Ich bin dankbar, dass ich hier sein darf, Buße zu tun für das, was ich anderen Menschen angetan habe, mit meinen Worten, mit meinem Verhalten und vor allen Dingen auch mit meinem kompletten Fehlverhalten in der Öffentlichkeit. Was macht er? Ich habe das aufgearbeitet, arbeite sehr hart an mir
auch in unserer Ehetherapie. Es ist sehr harte Arbeit. Es ist ja noch unangenehmer, als ich mir das hätte jemals vorstellen können. Ah. Großen Respekt, Mike. Das kann nicht jeder. Den kompletten Eröffnungsdialog auswendig zu lernen und ihn ohne Stottern vorzutragen, das dürften die meisten Darsteller von Berlin Tag und Nacht jedenfalls nicht hinbekommen. Ach so, übrigens, ne? Köche tragen immer so hohe Mützen, um die Luftzirkulation zu fördern, damit die Hitze schneller entweicht. Und genau deswegen hat Olivia auch so eine hohe Perücke auf. Ihr war halt einfach völlig klar. Wenn Mike auftritt, wird sie so vor Wut kochen, dass eine normale Perücke schon längst hier sich in Brand gesetzt hätte. Kurz auswendig gelernt. Deswegen gehe ich heute mit gemischten Gefühlen in die Runde der Schande. Aber Mike, ich habe noch überhaupt keine Frage gestellt. Ich wollte mich auch nicht rechtfertigen. Oh mein Gott. Deswegen, man kann nicht so. Oh Gott. Warum bist du hier? Ich möchte ein für alle Mal für das Sommerhaus der Stars büßen. Dann lass uns doch erstmal anschauen, was passiert, wenn du hart getriggert wirst. Also ist es mit Narzissten, die brauchen überhaupt keine Frage, um sich selber zu inszenieren. Einige gehen dafür in Reality-Formate, andere wandern nach Mallorca aus und eröffnen da ein Café. Und manchmal gibt es auch welche, die direkt einfach eine eigene Partei gründen und nach sich benennen. Oder natürlich, wenn RTL dir eine eigene Show anbietet. Nee, alles gut. Nein, Sascha. Du hast jetzt. Au, ey, du hast mir voll deinen Muskel reingedrückt. Nein, du ziehst dich nicht im Unterwäsche. Ich erzähl. Hör auf, mich immer zu provozieren. Gehst in dein Kämmerlein und ziehst dich da um. Seh ich ein Bild, wie du in Unterwäsche umläufst. Das ist richtig, ja. Es sollten wir gesaved sein, dann von mir aus zieh an, was du willst, irgendwie so. Also, natürlich ne, im Rahmen der Möglichkeiten, die ich dir gebe. Komplett ernsthaft, ich finde genau in der Hinsicht hat das Promi-Büßen eine richtig wichtige Funktion. Natürlich glaubt niemand dem Mike, dass er ernsthaft Buße tun möchte oder irgendwie auch wirklich nur eingesehen hat, was er falsch gemacht hat. Auf der anderen Seite hilft vielleicht so eine Wiederholung von diesen Szenen, bei denen ich tatsächlich fast schon wieder verdrängt habe, wie schlimm die waren. Ja, also vielleicht helfen die Betroffenen, Warnsignale doch selber auch zu erkennen, besser zu erkennen. Mir geht es total oft so, dass ich bei anderen Dinge erkenne und dann denke so, scheiße, hey, das ist ja bei mir selber gar nicht anders. Wir müssen gar nicht viel dazu sagen, Mikes Verhalten im Sommerhaus war völlig daneben. Sogar Patrick und Steff bleibt die Spucke weg. Und das ausnahmsweise mal nicht, weil sie das Gezeigte so positiv finden. Können wir jetzt mal da hingehen? Ich muss mich dann so viele blöde Regeln hier halten. Ja, das ist, du hast auch, wenn du jetzt aufhörst, werde ich richtig sauer. Verdammt doch! Es ärgert mich, es ist geklärt es da reicht, vorne. Es reicht, es ist geklärt. Reicht. Dann geh doch! Mann ey! Heul nicht da drin aus und versau das Spiel. Boah, das wusste ich nicht. Bevor du etwas sagst, muss ich erst mal was sagen. In aller Deutlichkeit, du hast Michelle und auch keine andere Frau so zu behandeln. Ich habe die Bilder natürlich schon öfters gesehen, gerade wenn ich schneide, bin ich natürlich sehr, sehr intensiv da dran. Aber wie kann man sich so verhalten? Das macht mich eigentlich echt sprachlos. Und genau das ist komplett falsch, weil man nicht stumm bleiben darf. Sehr, sehr gut, dass wir Olivia haben. Der Mike manipuliert und will alles lenken. Er hat ja tatsächlich nach dem Sommerhaus auch probiert, hier Thumbnails von mir löschen zu lassen. Vielleicht erinnert ihr euch daran, er hat mich auch bedroht. Anscheinend hat ja RTL die Michelle so schlecht geschminkt, deswegen sah es so aus, als hätte sie ein blaues Auge gehabt. Ja, es kam nie irgendwas von RTL und natürlich ändere ich sowas dann auch nicht. Ich lasse mich doch von dir nicht einschüchtern. Guck mal, der Patrick schüttelte den Kopf, völlig verständlich. Der Mike hat sich ja damals an der Hand verletzt, als er gegen den Zaun geschlagen hat. Das war völlig unüberlegt. Hätte er doch mal lieber Michelle auf den Zaun schlagen lassen. Der Typ, ey. Und so zu kontrollieren? Die Worte lasse ich mir nicht in den Mund legen, kontrollieren, da sehe ich absolut nicht ein. Du ziehst dich in deinem Kämmerchen um. Sehe ich ein Bild von dir in Unterwäsche, bekommst du richtig Ärger. Hab ich gesagt? Das ist normal bei euch? Nein, das ist nicht normal bei uns. Aber ich lasse das hier auch in dieser Sendung so nicht stehen, dass es so war. Aber du hast es ja gesagt. Aber darauf lasse ich mich nicht reduzieren. Krieg dich tiefer in das.
Bei Alicia gab es eine Content-Note. Ganz ehrlich, bei Mike hätte die nicht fehlen dürfen. Bei den Bildern von Mike war damals schon jeder getriggert, der auch nur einen Funken anstatt und einen einigermaßen okayen Moralkompass hat. Ist doch wirklich nicht so schwer. Bestimmte Worte lässt sich der gute Mike einfach nicht in den Mund legen. Das sind gar nicht so viele. Neben Kontrollieren sind es auch noch gerne, danke und wie du möchtest. Ja, wie Mark ja schon gesagt hat, er hat wirklich komplett an sich gearbeitet. Anstatt wie früher bei den Bildern und der Kritik von Olivia direkt auf sie loszugehen, sammelt er jetzt seine Wut und lässt sie einfach an der nächsten Partnerin aus. Und wir haben auch rausgefunden, dass Michelle ein unsicherer Mensch ist. Sie wirkte mir da gar nicht so unsicher. Sie wirkte mir eher so, als wäre sie damit nicht einverstanden. Und deswegen hast du Folgendes nochmal gesagt. Nein, du hörst jetzt. Habe ich so gesagt, absolut. Das klingt sehr nach Kontrollfreak. Nein, bin ich nicht. Den Schuh ziehe ich mir nicht an, Olivia. Ich bin kein Kontrollfreak. Kann Michelle frei leben und natürlich sich frei entfalten? Absolut. Aber in dem Rahmen, den du ihr vorgibst. Nein, das stimmt nicht, Olivia. Nee, lustig ist es nicht. Die RTL-Redaktion bei jedem neuen Bühnenprogramm von Mario Barth. Da hat sich der Mike wirklich lange, lange Gedanken darüber gemacht, was er in der Runde der Schande sagen soll. Um gut dazustehen, hat er auch schon Yvonne Tipps gegeben, wie man sehr gut lügen kann. Und das Beste, was ihm einfällt, ist, Michelle ist unsicher. Ich will diesen Typen wirklich in keiner Sendung mehr sehen. Entschuldigung, aber da ist ja selbst Verena Kehrt besser auf die Frage vorbereitet, was sie beruflich macht. Nur um das mal einzuordnen, Mike ist hier in die Sendung gegangen, um für sein Verhalten zu büßen. Danke, lieber Mike, dass deine Worte wirklich einfach in jeder Sendung die größte Sendezeitverschwendung sind, seit Be Real auf RTL 2. Du willst, dass Michelle dir gehorcht. Du hast sie dort systematisch von der Gruppe isoliert, indem du ein Feindbild aufgebaut hast. Und Zitat, ab jetzt sind diese Leute Feinde. Ich habe erfahren, dass ein Ex-Partner von ihr drin war. Ich hatte Angst, aber dass ich sie dominiere, kontrolliere oder was vorschreibe, das ist nicht so. Lüge! Lüge! Du hattest Angst davor, die Kontrolle zu verlieren? Nein. Das hat mir den Eindruck vermittelt, dass nicht du Michelle beschützen musst, sondern dass man Michelle vor dir schützen muss. Wenn die beiden wirklich in Therapie gegangen sind, wie Mike das ja wirklich öfters berichtet und auch öfters mal sagt, dann kann es nicht das erste Mal sein, dass er mit solchen Einschätzungen und auch mit solchen Fragen, dass er zum ersten Mal konfrontiert wird. Oder war die Therapie so ein Online-Kurs zum Runterladen? Als ob das Ergebnis der ganzen Chose war, dass Michelle unsicher ist. Ey, allein, dass er das so hier hinstellt. Ciao, Mike, wirklich ciao. Und wenn man sich isoliert, weil irgendwo ein Ex-Partner rumlaufen könnte, dann könnte Oliver Pocher überhaupt gar nicht mehr vor die Tür. Du hast sie angeschrien, du hast gegen den Pfosten geschlagen und hast gesagt, das wäre noch der nette Mike. Du wirkst auch jetzt in dieser Situation nicht sympathisch. Und die finde ich auch nicht. Ja, extrem kontrolliert, aber auch extrem unter Druck. Lass los. So ein Schutzpanzer macht einen nicht nur unverwundbar, sondern auch einsam. Und das ist deine größte Angst, verlassen zu werden. Eines, Mike, musst du noch lernen, loszulassen und Liebe anzunehmen. Liebe ist am Ende immer stärker als Angst und Hass. Super tolle Worte von Olivia, aber wie wir sehen, dringen die leider nur sehr, sehr schwer zu ihm durch. Er hat gegen den Pfosten geschlagen. Ach guck, ich wusste gar nicht, dass Mike und Erik sich schon beim Promi-Boxen getroffen haben. Es ist für viele nicht einfach, Liebe einfach anzunehmen. Aber, liebe Leute, das Beispiel Sophia Tomala zeigt ja eindrucksvoll, dass es wirklich funktioniert, wenn man sich nur gut genug engagiert. Du wirst, Mike, bis morgen Abend diese Augenbinde tragen. Noch etwas ganz Grundsätzliches. Kein Mensch hat das Recht, einen anderen Menschen zu kontrollieren, zu manipulieren oder zu unterdrücken. Wenn ihr da draußen das Gefühl habt, sucht euch Hilfe. Und wenn ihr sowas bei anderen bemerkt, Hilfe anbieten. Ich meine, ich muss nicht in der Runde der Schande zu Kreuze kriechen und weinen
wollte uns das glauben machen, dass er ein Top-Mensch ist. Ich habe mit ihm gestern gesprochen. Lass erstmal ein Interview machen. Willkommen in der Theater AG. War zu gut. Ey Leute, mein Puls rast richtig. Es ist total wichtig, was Olivia hier sagt. Natürlich ist das hier eine Unterhaltungsshow, aber es gibt so viele Menschen da draußen, denen genau sowas passiert und die eben keine Öffentlichkeit haben, die ja ihnen da an der Seite steht. Also sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Mike sagt, man muss in der Runde der Schande nicht weinen. Erik hat dagegen ja schon die ganze Zeit eine angeschnittene Zwiebel unter seiner Krone versteckt, für den Fall, dass er jetzt bald dran ist. Ey und Leute, also ich finde, die Staffel hat jetzt schon so echt einige Überraschungen parat gehabt. Und es werden noch welche kommen. Aber dass Jürgen Trovato mal wirklich in was recht hat, das wird auf jeden Fall eine der größten Überraschungen bleiben. Aber Sie fanden eigentlich, dass das gerade eher für dich zum Nachteil war? Weil das finde ich gar nicht. Ich helfe dir nicht. Kann mir egal, kann die Treppe runterfallen, mir egal. Nix, glaube ich dem, kein Wort. Dass er irgendwas eingesehen hat, gar nichts. Ich glaube, bei Mike, da hilft nicht mal ein Psychologe. Das kam mir alles so geschauspielert drüber und Monate studiert. Und dann ist es eigentlich die Aufgabe der Gesellschaft, jemanden, der blank zieht, ihn aufzufangen und ihn nicht zu verstoßen. Und ich habe mich natürlich vorbereitet. Ja, ja. Ach Mensch, ne, Mike ist jetzt richtig enttäuscht. Er hat sich so viel Mühe gegeben. Er hat Texte auswendig gelernt, sich Tutorials angeguckt, wie man glaubwürdig rüberkommt. Wahrscheinlich hat er sich sogar Schauspielunterricht genommen. Leider hat ihm keiner gesagt, dass die Schauspielschule, auf die er gegangen ist, genau die gleiche ist, die auch die von Berlin Tag und Nacht ausbildet. Es ist also kein Wunder, dass ihm wirklich niemand glaubt. Aber ja, also alle, die laut Mike an Mikes Verhalten schuld sind, Michelle, Mola, der Sommerhaus-Cast, die Redaktion vom Sommerhaus und nicht zu vergessen, die Gesellschaft. Und Leute, die nicht an Mikes Verhalten schuld sind, Mike. Dass ihm von den meisten Mitcampern aber jegliche Hilfe verweigert wird, ist dennoch enttäuschend. Ihr habt mein Bett genommen und jetzt schlafe ich halt auf dem Boden. Es ist scheiße, es ist kalt, es ist unbequem. Dann nimm doch meinen Koffer und meinen Schlüpper bitte auch. Es ist ganz schlimm für mich, früh aufzustehen und nichts zu sehen und in Dunkelheit den Tag zu starten. Jetzt ja mal so, guck mal, versuch mal selber. Versuch mal und ich bring dir jetzt mal die Zigaretten und dann muss ich erstmal auf Toilette. Selber, soll denn das gehen, Mann? Lisha und Christine, ihr habt eure Bußen geschafft. Ja. Ihr seid nun befreit. Verdammte Scheiße, Mann! Ihr habt ja gesehen, wie die alle an ihm vorbeilaufen und ihn da einfach stehen lassen. Lisha ist also erlöst. Die Idee, Mike mit Augenbinde hier die Toilette leeren zu lassen, wäre zu fies, oder? Mike ist jetzt erstmal blind. Michelle hat die Gelegenheit zu Hause direkt mal genutzt und seit Jahren mal wieder in Unterwäsche geschlafen, anstatt in langer Hose und Rollkragenpulli. Ich möchte auch Augenbrauen zupfen. Mir wächst ja nicht so viel zusammen. Ich mag es, Menschen zu verschönern. Der wird einfach ganz männlich da liegen. Da will ich auch noch was stehen, Alter. Ich weiß nicht, ob Gloria sich da mehr vorstellen könnte. Patrick, er ist echt cool und nett und witzig und schlau und lieb. Und meine Ex war Kosmetikerin, die hat es nie gemacht. Echt? Hättest du mal gesagt? Warum nicht? Hä? Die hätte dir Pickel ausdrücken können, die hätte Hautmarken, alles. Du bist wirklich ein richtiges Weichei. Ach, das komm, hätte ich echt Alter. Nicht gedacht. Hab nur ich die Geräusche gehört und mich gefragt, wann Mark Robin hier eigentlich eingezogen ist. Bei dem Pärchen Gloria und Patrick wird nicht die häufigste Frage sein, wann sie denn irgendwann mal heiraten. Nein, sondern welche Gegenstände bei ihren Streitereien alle schon kaputt gegangen sind. Das Safety-Spiel beginnt. Ihr spielt heute Dart kopfüber. Ihr werft auf den Promi, der heute Abend im Tribunal der Loser nicht zur Wahl steht. Ich habe Christine, ihre potenzielle Lieblingskandidatin für das Duell geklaut. Die vier Promis mit den meisten Treffern sind am Ende geschützt. Lisha ist die Letzte und sie wirft all ihre Bälle weg, nachdem Dani gesaved ist, weil sonst könnte es ja sein, dass sie doch jemand anderen saved und Dani dann vielleicht wieder raus ist. Ja, Lisha ist doch gut. Was ist denn mit dir schon wieder? Ich weiß ja nicht, was das soll. Aber darf ich mich nicht freuen, natürlich, dass ich meine Freundin gesaved habe? Ja, natürlich. Also diskutieren ist noch ein bisschen erlaubt. Schatz, ich lass mich nicht provozieren. Ich möchte doch gar nicht erklären. Hör doch mal zu. Ich fand es schon sehr unnötig jetzt von Lisha, aber man kennt sie ja auch, wenn man die Schlagzeilen liest. Ich möchte nicht, dass eine Christine dafür verantwortlich ist, dass ich wieder aus der Haut fahre und deswegen muss sie einfach endlich hier raus. Kopf über Darts auf die Bilder von Promis werfen oder wie Mark Terenzi es nennt, Partnerwahl. Oh Gott, Lisha und Dani ist aber wirklich auch das schlimmste Freundinnenpaar im Fernsehen, seit Claudia Effenberg und Verena Kehrt. Mike, die Zeit deiner symbolischen Buße ist vorbei. Ich habe meine Buße verrichtet und ab diesem Zeitpunkt auch kann mich jeder, der irgendwo einen Hate hat, echt richtig krass am Arsch lecken. So. Halt die Klappe!
Da ich leider auf der Liste stehe, hat man natürlich ein bisschen Eierflattern. Ne? Eierflattern, muss ich zugeben, das kannte ich gar nicht als medizinisches Phänomen. Ich habe gegoogelt, muss euch aber davon abraten, ist ähnlich verstörend wie die Bildersuche nach Caro Robens. Also ich frage mich ehrlich gesagt schon, ob das die richtige Strafe für ihn ist, ganz ehrlich. Für das psychische Trauma, welches halt der Mike Michelle wirklich jahrelang ausgesetzt hat und für diese komplette Unsichtigkeit hier bei der Runde der Schande. Vielleicht hätte die Redaktion nicht dafür sorgen sollen, dass Mike nichts mehr sieht, sondern dass wir einfach nichts mehr von Mike sehen müssen. Auf geht's zu einer unfassbaren Nominierung. Und ich nominiere Mike. Er spielt ein falsches Spiel, manipuliert. Na dann. Emi. Mike, ich war absolut geschockt von deiner Runde der Schande. Möchte natürlich lieber, dass Christine das Camp verlässt und weil du sie rauskicken wirst. Ich liebe ihre ehrliche und Art. Und Christine, mir ist aufgefallen, dass ich bei meiner letzten Nominierung dasselbe Outfit wie du anhatte, ein blaues Set mit einer schwarzen Jacke und Overknees. Vielleicht solltest du aufhören, mich nachzuahmen. Aber ich verstehe, dass ich dein Idol bin. Ich finde Emmys Auftritte echt nur noch Fremdschämen. Ach schön, dass diese Folge hier eine Art Warnzeichen für alle Frauen ist, nämlich, dass sich Mike als ernsthafter Partner genauso eignet wie Markus Lanz für Wetten, dass. Ich möchte mal jemandem eine Chance geben, sich selbst zu beweisen, ohne eine andere Person. Und das bist du, Yvonne. Krass. Einfach freundschaftlich, dass du dich selber mal beweisen kannst im Reality. Was nennt man 13 Jahre Freundschaft? Wirklich eine ganz, ganz krasse Enttäuschung, ja. Tja, das ist Loyalität, Arsch. Mike. Und ich war auch zutiefst schockiert. Ich fühle mich da wie ein Leitwolf, der angeschossen ist und wo das Rudel nur drauf wartet, sich da in das Fleisch reinzubeißen. Sehr merkwürdiger Move von Mike. Dabei hat er doch eigentlich gerade seine großzügige Phase. Er soll ja sogar an der Fußfessel seiner Freundin den Bewegungsradius ein bisschen erweitert haben, bevor er hier zum Promi-Büßen gefahren ist. Jeder sagt Mike, dass sein Verhalten im Sommerhaus und jetzt auch hier bei der Runde der Schande richtig unterirdisch war. Und er geht einfach immer noch davon aus, dass sie ihn loswerden wollen, weil er der Stärkere ist. Der Typ lebt so sehr in seiner eigenen Welt. Neben ihm wirkt ja sogar David Ortega relativ normal. Die Germanen, die früher im Wald lebten mit offenen Hütten und den Frieden symbolisierten, die Eich anzubeten. Und das meine ich genauso. Ja, liebe Emmy, ich habe dich vor der Show zusammen mit dem Herrn Trovato gestalkt, um mir genau die Outfits nachzukaufen, um diese hier zu präsentieren. Und du bist ja so sprachbegabt, dann wüsstest du, Overknees is over the knees. Ich trage Overknees und du Underknees, ja? Das muss ihr Erschnurrenner noch machen. Und oh mein Gott, wenn du das jetzt meinst, dass ich dich deswegen nachgemacht habe, Nominierung, peinlich. Ich habe aus taktischen, könnte man dem kleinen Mädchen einmal sagen, dass ich zu der Nominierung komme? Ich habe dich ja auch aussprechen lassen. Okay, lasst, jetzt kommt's. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Tim Toupet aus diesen Geräuschen einen neuen Song für seine Carina macht. Also übrigens, die Nominierungen hier stellen die Redaktion vom großen Promi-Büßen immer wieder vor neue Herausforderungen. Eigentlich waren für Emmys Runde der Schande hauptsächlich Szenen aus Kampf der Reality Stars und Beauty and the Nerd vorgesehen. Aber ihr Verhalten bei der Nominierung ist einfach so unangenehm, dass man panisch probiert, auch diese Szenen jetzt irgendwie ganz schnell da reinzuschneiden. Ich entscheide mich für Yvonne und würde mich trotzdem freuen, wenn wir uns privat draußen noch einmal weiter kennenlernen würden. Würde es euch auch freuen? Sag nichts dazu. Wenigstens sehen meine Schuhe, meine Outfits gut aus im Gegensatz zu deinen. Und deinen Billigklamotten. Bah. Dass man jemanden so attackiert, auf Klamotten reduziert, boah, das ist schon unterste Schublade. Die werden sich selber danach schämen. Mhm. Kannst ruhig laut reden, Mäuschen, ich höre dich. Er hat gesagt, sie wird sich selber danach schämen. Wer, ich? Nee, Dani, du das musst dich nicht auch schwierig gewesen. Bitte was? Dani, du musst dich nicht angesprochen fühlen. Was ist los? Da merkst du jetzt eindeutig, dass Christine wirklich noch nie in einer Mainstream-Sendung gewesen ist. Sonst wüsste sie natürlich, dass Dani Büchner grundsätzlich alles auf sich bezieht. Also das ist völlig klar. Bevor Yvonne einem Treffen außerhalb der Sendung zustimmt, muss sie erst mal gucken, wie viele Follower der Kerl von Christine hat. Also ob sich das überhaupt lohnt, ihn ihr auszuspannen. Weißt du, was mich nervt? Wenn man etwas behauptet, was nicht stimmt, was das nervt mich tierisch. Was denn? Immer angesprochen fühlen. Wir haben gar nicht über dich okay, darf ich kurz? Merci. Ich habe Yvonne gewählt, damit sie dich dezent vor die Haustür schieben kann, liebe Christine. Mike, Yvonne, wenn ich 20 Jahre versuche, ins TV zu kommen, ist mir zu wenig. Muss ich jetzt auch eine Krone tragen, so wie du, und mich zum Nappel machen? Yvonne, nein, nein, aber ganz kurz. Ist das jetzt dein Ernst? Yvonne, es ist nicht mein Ernst, aber sag trotzdem. Sag nicht laufend mein Name. Ich weiß, wie ich heiße. Ja, okay, Yvonne. Ja? Willst du mich eigentlich verarschen? Und du hast natürlich im Duell jetzt die große Chance,
zu kämpfen. Ich mach diesen Strich und fast alles falsche Menschen hier. Herzlich willkommen in Reality. Das ist ihr jetzt auch wieder nicht recht. Dabei hat Erik ihren Namen jetzt in wenigen Sekunden häufiger gesagt, als er vor dem Zusammentreffen mit Peter in den Medien vorkam. Yvonne ist völlig schockiert. Allerdings lässt sich das aufgrund der Botox-Behandlung von vor einigen Tagen nicht so wirklich gut erkennen. Dann sehe ich die Runde der Schande, wo ich sehe, dass du nichts gelernt hast. Jedes Gespräch bei dir geht nur ich. Du bist der Richter. Dir glaube ich nicht mal mehr die Uhrzeit. Und ich bin froh, wenn ich deinen Namen und deine Stimme nach dieser Show nie wieder hören muss. Yvonne, und ich hoffe, du weißt, wie sehr du sie verletzt hast. Mike. Das gibt mir eigentlich so krass zu denken, dass heute Abend in der Nominierung die kompletten Masken gefallen sind. Bullshit. Ja, finde ich jetzt ein bisschen unfair, dass Steff sagt, der Mike hat nichts gelernt. Er hat doch mehr Text aufgesagt als Kathi Hummels während einer kompletten Staffel Kampf der Reality Stars. Der arme Mike. Er weiß gar nicht, was er machen soll, damit die anderen ihm endlich glauben, dass er sich verändert hat. Er würde alles machen, außer natürlich aufrichtig, um Entschuldigung zu bitten und tatsächlich echte Reue für sein Verhalten zu zeigen. Christine und Mike, ihr steht heute im Duell. Nimm es dir nicht so zu Herzen. Vielleicht hat sie jetzt auf meinen Namen doch eine Bewerbung für ein anderes Format gekriegt, so sehe ich das einfach. Es spielt absolut keine Rolle, wer heute gewinnt. Es wird unangenehm für die Gruppe werden. Was ist das denn, ey? Da ist jemand sauer. Liebe Loser, wer die Knoten des Gegners am schnellsten löst und das Seil komplett vom Auto entfernt, gewinnt. Schwere Seil, da wird Mike jetzt ein bisschen besser sein. Aber egal, wer zurückkommt, irgendeiner von beiden geht uns eher auf die Nerven. Mike hat sich wirklich gewandelt, das kann man sehen. Er verhält sich jetzt einfach nicht mehr nur den Frauen gegenüber zum Kotzen, mit denen er zusammen ist. Bei Mike und Christine im Duell haben sie jetzt eigentlich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also genauso wie Deutschland damals bei der Bundestagswahl. Boah, ist das schwer. Boah, ich krieg grad so Hunger auf Spaghetti, wenn ich das sehe. Fertig. Dich. Was ist da jetzt los? Hä? Was? Ja, vielleicht ist jetzt ein Trick. Ich kann da schön gucken, wie die das nämlich macht. Ja, der guckt jetzt schön zu, was sie macht. Und wir gucken, wie der guckt. Das ist doch scheiße. Du sollst rumdrehen. Frauen dabei zuzugucken, wie sie mit langen Seilen hantieren, das bekommt der Mike halt nie wieder so günstig wie hier. Es wird gelästert, sie streiten sich und alle kämpfen bis zum geht nicht mehr. Das ist offenbar die Staffel von Die Verräter, die RTL gerne gehabt hätte. Der Schnellere gewinnt das Spiel. Ich habe gepokert und pokern heißt halt auch ab und zu mal verlieren. Nicht wir schnacken, Kopf in Nacken machen wir danach erst. Ein bisschen was Ruhiges, nicht mit so mit den Pappnasen, Alter. Pappnasen? Mädels, kannst du eine Tonne kloppen. Schweinehaufen. Oh, wie redet die denn? Da kannst du reinkloppen. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Der Schweinehaufen. Bitte lasst uns alle grunzen. Oha. Ich konnte es kaum abwarten, dass sie wieder zurückkommen, dass ich mir die vornehmen konnte. Oh, schön, jetzt wird's gemütlich. Alle grunzen, um ihren Unmut auszudrücken. Ganz ähnlich geht's auch beim Parteitag der CSU zu, wenn jemand das Wort Klimaschutz ausspricht. Pappnasen würde ich auch an deren Stelle tatsächlich als Beleidigung ansehen. Das in deren Gesichtern ist schließlich sehr hochwertiges Gummi. Du bist doch nicht ganz sauber. Klopfe ich in der Tonne. Ja, dann mach mal. Ja, dann mach mal. Kleine giftige Hunde. Das ist wie im Kindergarten, Alter. Wenn du mich anfällst, habt ihr das gesehen? Emmy und Jürgen in der Runde der Schande. Kommende Woche sehen wir die schlimmste Runde der Schande beim Promi-Büßen. Szenen aus die Trovatos. Wollen wir natürlich alle nicht verpassen. Deswegen jetzt auf den Abo-Button klicken und natürlich die Glocke aktivieren. Die ganzen Folgen gibt es auf Join und tut mir einen großen Gefallen. Klickt auf den Link, dass die sehen, ey, die Leute gucken sich auch gerne die ganze Folge an. Fände ich mega. Jetzt mal ganz ehrlich, wollt ihr Mike Sees weiter im Fernsehen sehen? Bin so froh, dass er hier raus ist und freue mich total auf eure Meinung. Ganz anders war übrigens die Runde der Schande von Lisha. Sehe ich sie tatsächlich mit komplett anderen Augen. Also wenn ihr es nicht gesehen haben solltet, müsst ihr gucken. Und hier Leute, Promi Big Brother, ja mit Mama Iris und Papa Peter Klein. Boom. Also viel Spaß und bis gleich hier.